Oh, Alter, was geht ab, Leute, hier? Es ist Burger-Time. Wir sind bei Peter Pane. Und dafür bin ich hier. Und vielleicht gönne ich mir so einen. Und das Gute ist, wir haben eine Partnerschaft mit NeoTaste. Das heißt, ich kriege diesen Burger für 1 Euro über die App. Das könnt ihr euch auch gönnen. Mit meinem Code, mit meinem Link, gönnt euch ein Abo. Weil die App ist echt geil. Seht ihr diese Leiden? Und ganz weit sieht man bereits, wer leidet. Yo. Was geht ab? Was geht ab? Yo, yo, yo. Alles fit bei dir? Was? Let's go. Zack, Smashburger. Und schauen wir mal ins Menü. Was ich hier nicht empfehlen kann, sind die veganen Nuggets. Auf gar keinen Fall die nehmen. Schaut's mal, heute ends die wilden Burger hier. Was ist das? Bei dem veganen Feierabend. Oh ne, den können wir nicht. Vegan ist auf jeden Fall. Ab 17 Uhr ist das. Ja, vegan fällt weg. Hier. Gehen wir den, Leute. Die typische Lions-Geschichte mit Demi, Leute. Er will sich schnell die App runterladen, damit er auch den Burger für 1 Euro bekommt. Spart sich direkt 97. Oh mein Gott, ist es da. Okay, aber die App macht Faxen, schließt sich einfach, hängt sich auf. Oh mein Gott, keiner will mir ein bisschen sparen können, oder was? Aber sowas passiert bei dir immer, Mann. Das ist echt so, Mann. Hey. Haha, Peter Pane, Ex-Neo-Test, Leute. Ihr kriegt das für 1 Euro hier. Und Mittagsmenü gönne ich mir, glaube ich, auch dazu. Ach. Das einer Strategiekunde haben wir, glaube ich, eine optimale Strategie, um hier das Wenigste auszugeben und das Maximale rauszuholen. Ja. Wir wissen es. Ja. Auf jeden Fall hätten wir gerne einmal. Kannst du den empfehlen, den lieblichen? Ich habe tatsächlich nur den hier gemacht. Über diesen neuen. Ach, die beiden sind neu? Ja. Okay. Einmal normale Pommes? Dann hätten wir gerne. Ja, zeig dein Telefon. Dann hätten wir gerne das hier. Also wir würden gerne zweimal den gleichen Burger nehmen für einen dann. Ja, also du musst es so swipen. Das muss, du musst es erst swipen. Swipe. Okay. Perfekt. Richtig. Hast du es? Okay. Dann den Chicken Wings. Ja, der Chicken Wings, genau. Und den Smashburger. Einmal. Für eins. Zweimal den Smashburger für eins. Nein, einmal den Smashburger für eins. Ach so. Einmal den zwei Burger für eins. Perfekt. Vielen Dank, danke dir. Schön. Lass dich mal eine Karte. Ja, danke. Ja, danke. Okay, man kann sogar danach noch Bewertung abgeben. Ja, du musst sogar Bewertung abgeben. Ach, man muss? Ja. Okay, dann in 6 Tagen wieder buchbar, Leute. Ja, schaut's mal, Leute, im Vergleich. Was soll das hier, Leute? Warte, mal, kostet meins vielleicht mehr? Nein, beide 5,90. Ja. Wie meint der ist krass? Das wird sehr lecker. Also anscheinend hat jeder dieses große Glas, außer ich. Ich habe irgendwie, wir haben keine Gläser mehr, also ich habe den kleinen bekommen. Solide, gell? Ist sehr lecker. Stark. Die haben doch nur Zucker, gell? Mhm. Also meiner hat Wodka drin. Deswegen. Da musst du sagen, dass du nicht wolltest. The fuck? Ja. Das ist der Smashburger, Leute. Also da hat sie einen Fehler gemacht und ich glaube, hier hat sie auch einen Fehler gemacht, dass sie einen Smashburger vergessen hat. Ja. Aber müssen wir nochmal korrigieren. Wo kommt sie? Weil sie konnte ja nicht alles tragen. Das kann sein, ja. Wir jetzt mal Pommes. Aber die hatte ich, glaube ich, schon mal. Ist okay. Bisschen so wie bei McDonald's, Hamburger, Cheeseburger.
So schaut's noch aus, also, ja. Ah, ist lecker. Sorry? Gute Frage. Wir hatten noch eine zweite Frage. Ich weiß jetzt, ob die Kolleginnen noch aufgenommen haben. Ne? Schon. Ja, danke. Aber wenn ich mir denke, das kostet 98, normal. Alles gut. Der Kollege war schon da. Der Kollege war schon da. Nee, alles gut, alles gut. Ja. Kein Stress. Alles gut. Ja. Oh mein Gott, zwei Spielfehler in einem Zug, oder? Zwei Spielfehler, ja. Ja, deswegen habe ich auch nichts gesagt, weil die war am Anfang schon ein wenig verwirrt. Aber man muss sagen, sie war trotzdem sehr nett. Sie war trotzdem sehr nett, deswegen wollte ich keine Umstände machen. Aber jetzt den mit Wodka oder ohne Tränke ist jetzt nicht die Welt. Die Welt wäre jetzt, wenn ich Veganer wäre und nicht Veganes bekommen würde. Sowas wäre ja schlimm. Ja, ich fand das dazu sagen. Chicken Onion Rings Käse. Voll lecker. Richtig, finde ich auch. Aber? Oder kein Aber? Wir haben halt beide einen Preis gesehen, wenn du ihn normal kaufen würdest. Mhm. Wir beide sind jetzt Männer, wir essen auch ein bisschen mehr als normale Männer. Also, der Burger ist super, mhm. Keine Kritik an dem Geschmack, mhm. Aber ich finde, nur ein Preis, ja. Aber ich finde halt 15,90 schon ordentlich. Mhm. Ja. Also, deswegen kann man auch sagen, sowas mit dieser Neo Taste App, perfekt. Ja. Das ist gut, ja. Ja. Das ist echt lecker. Sehr guter Burger. Das ist schon ein Unterschied, ob du den für 15 kriegst oder 2 für 15. Richtig. Das ist halt schon ein kranker Unterschied. Ja. Was sagst du eigentlich zu deinem Smashburger? Also laut Definition ist es kein Smashburger, weil ja. Der hat echt Kruste und das angebraten. Es war einfach ein Cheeseburger. Cheeseburger, ja. Du kannst dich für diesen normalen Cheeseburger 9 Euro verlangen. 8,90. Ist gut, oder? Sehr, sehr gut. Wir haben gerade über die Preise geredet, Leute. Ein wenig zu viel. Aber unter der Woche Mittagangebot ist halt sehr stark. 10 Euro für Pommes, Burger, also einen klassischen. Getränk, Cocktail und ich glaube Kaffee auch. Ist schon stark. Nochmal zur Preiskalkulation, Leute. Also, was uns aufgefallen ist, die Cocktails sind sehr stark. Vom Geschmack her, aber auch halt von der Preis-Leistung. Du kriegst noch die halbvolle Dose und das ist einfach wie ein zweites Getränk. Und das für 5,90 ist echt stark. Ja. Also da muss ich sagen, Cocktail ist eigentlich zu billig und Burger zu teuer. Also da ist irgendwie nicht ganz ausgewogen. So, ich musste dringend nochmal pinkeln, Leute. Bei Hans Kebab, kurz geht raus für die Toilette. Die haben erst seit kurzem sonntags offen. Und jedes Mal, wenn ich dort bin, arbeiten zwei Kollegen immer dort. Und jetzt müssen sie auch noch sonntags arbeiten. Das heißt, 7 Tage die Woche sind die dort, die Armen. Das nennt man Hustle. Nachtisch, Leute. Tim Melzer Eis. Melzer in Fu. Gibt's hier ein Pop-Up-Location Store. Ah, hier. Let's go. Bin gespannt. Das bin ich tatsächlich auch. Die gleichen was. Die Sorten gibt's, Leute. Am besten wäre es eigentlich, wenn wir jede Sorte probieren. Willst du noch eine Probe dafür? Ja, bitte gib mir. Welches nimmst du denn gar nicht? Balsamico Strawberry. Okay, gib mir das, danke. So,
8 Sorten haben wir, Leute. Also 3 jeweils und 2 zum Probieren. Genau. Also fast haben wir alles probiert für euch. Richtig. Neue Perspektive, Leute. Lemon Basil. Und, kann man das Lemon Basil? Also, wenn man Basilikum macht, es ist sehr stark auf jeden Fall. Limone, Basilikum auf jeden Fall sehr gut. Es schlägt beides sehr raus. Okay. Aber es ist sehr frisch auf jeden Fall. Okay. Das finde ich halt sehr wichtig bei Eis. Ich habe irgendwas Erdbeere. Erdbeere, Basilikum war es, oder? Müsste ich nochmal schauen. Balsamico. Balsamico. Erdbeere, Balsamico Blast. So, White Chocolate, Pistazio. Ich hatte jetzt Chili Mango. Chili Mango. Man schmeckt eigentlich nur Mango. Im Nachgang kommt dann ein bisschen die Schärfe. Ganz bisschen. Finde ich gut. Ja. Wir haben hier Pistazie. Weiße Schokolade, Pistazie. Er schmeckt. Ich hatte den Shake schon mal. Weil die haben auch Kooperation mit Ding. Mit Fairfax. Die haben Kooperation mit Fairfax. Crazy. Da bieten die so American Shakes an mit diesem Eis. Da erinnere mich, hatte ich den schon mal. Sehr intensiv. Alter, der ist geil. Ja. Hier, Kellogg's, also Cornflakes. Cornflakes. Interessant, aber geschmacklich jetzt nicht so stark. Und David Chocolate hat er mir erklärt, ist auch einer seiner Favoriten. Probier mal. Er hat gesagt, ist extrem, extrem schokoladig. Die benutzen für die Schokolade, benutzen sie belgische Schokolade. Schon also hochqualitativ. Okay, ich habe meinen Favoriten gefunden. Franzbrötchen. Franzbrötchen. Oh, kann ich mal probieren. Aber das ist auch immer ausverkauft. Er sagt, Franzbrötchen ist das krasseste. Ja, ich glaube auch, das ist das krasseste. Für mich Franzbrötchen. Dann Pistazie. Ja, das war auch krass. Dann wahrscheinlich Karamell. Und danach vielleicht dieses Mango Chili sogar. Und dann Cornflakes. Cornflakes ist lecker, aber ein bisschen schwach. Wo ist Cornflakes? Das untere. Und das obere ist Karamell. Schmeckt halt echt wie Cornflakes-Milch. Die Restmilch, gell? Genau. Also am Ende. Genauso schmeckt. Hat er gut beschrieben. Ja. Pistazie ist krank. White Chocolate. Und Franzbrötchen ist auch krank. Salt Caramel aber auch geil. Mhm. Aber ich würde Franzbrötchen sogar echt noch einsetzen. Würde direkt ich auch. Dahinter, kurz dahinter dann das Pistazien. Ich auch. Ja. Same. Ja. 2,50 pro Kugel, was sagst du zum Preis? Also, er hat es ja erklärt, wir benutzen anscheinend schon hochwertigere Zutaten. Ja. Und wie hier in München, fast jeder Eisdiele ist inzwischen auf über 2 Euro gegangen. Das stimmt auch, ja. Deswegen finde ich, wenn die wirklich auch hochwertige Zutaten benutzen, finde ich das super. Und du kriegst hier Eissorten, die du woanders nicht kriegst. Auf jeden Fall. Ja, also geschmacklich super. Ja. Purge Vanille hatten wir nicht. Ja, gut. Pure Vanille haben wir nicht gehabt, Leute. Ey, Tim Metzer, falls du das siehst. Ansage. Wir haben einen Kollegen, ein krasserer Koch als du. Er gewinnt irgendwann irgendeine Kochshow, dann wird er auf die Karte gesetzt. Ging ein Shake umsonst, Leute. Also den teilen wir uns. Ich kann nicht mehr. Dem Kollegen gehört anscheinend irgendwie auch Spitzenwirtschaft. Und ihr wisst, Spitzenwirtschaft, wir waren früher da jeden Monat, Sandwiches des Monats, die waren krass. Die habe ich vom Herzen gehypt. Und das ist in Erinnerung geblieben. Also ey, was war früher mal Spitzenwirtschaft? Die Sandwiches abchecken. Wer bin ich? Okay, das ist krass. Ja, schon geil.
essensmächtig und ich bin voll. Ja, der ist essensmächtig und ich würde ihn wahrscheinlich noch vernichten. Oh Gott. So, Fazit, Leute. War tatsächlich sehr gut. Auch sehr netter Laden, sehr nette Besitzer. Kann man tatsächlich empfehlen. Wir haben auch schon den Foodspot für nächste Woche abgeklärt. Der meinte, weil dem gehört auch Spätzlewirtschaft. Die haben momentan ein Philly Cheesesteak Monatsspecial. Das heißt, wir haben nicht mehr lange, weil deren Monat ist schon bald zu Ende. Den muss ich mir auf jeden Fall holen. Das war's von mir, Dimi und Neotaste und Peter Pane. Der Smashburger dort, den darf man eigentlich nicht Smashburger nennen. Aber es war trotzdem nicht der schlechteste, den ich bisher hatte. App kann ich empfehlen. Checkt gerne. Benutzt meinen Code. Ein Monat umsonst für euch, ein Monat umsonst für mich. Weil die App preis-leistungstechnisch ist stark. Monatlich zahlst du irgendwie 2,99 oder 3,99 oder so. Und wenn du einmal essen gegangen bist und einen Deal genutzt hast, ist das Geld schon wieder drin. Also vom Herzen empfehle ich diese App. Die ist echt krass. Vor allem im Insi-Modus. Und Melzeis kann man machen, ist vielleicht ein Ticken teurer, aber jetzt nicht so viel teurer. Und wilde Sorten sind am Start. Das war's von mir. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram, TikTok und meinem nicht aktiven Zweitkanal der Mines. Hier ist Business und ciao.